Nach den massiven Ausgabenprogrammen der vergangenen Jahre geht die Regierung in ihrem aktuellen Haushaltsentwurf auf Sparkurs. Gleichzeitig will sie aber die Wirtschaft ankurbeln. Das löst Sorge in den Kommunen der Bundesrepublik aus, denn die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen bedeuten geringere Einnahmen in die Staatskasse. Auch für Kreise, Städte und Gemeinden. Denen fehlt es schon jetzt oft an nötigen Mitteln, besonders in den neuen Bundesländern. Schulen und Kitas, Straßen, Kultur- und Sporteinrichtungen, überall müssen Kommunen investieren. Dazu kommen die Zukunftsprojekte der Bundesregierung, Verkehr, Umweltschutz, Digitalisierung. Zu viel für die Kommunen, sagt Julian Fornapp, Oberbürgermeister von Gera. Alleine in seiner Stadt betrage der Investitionsstau rund eine Viertelmilliarde Euro. Die Kommune sind die Schnittstelle zum Bürger, zur Bürgerin. Die interessiert im Zweifelsfall nicht, ob von einem Landesparlament ein Gesetz beschlossen wurde oder von der Bundesregierung. Wir vor Ort setzen es um und das heißt, wir müssen dann auch die Finanzierung dafür bekommen, dass wir es gut umsetzen können. In Gera hat der Deutsche Städtetag zum Treffen der Ostbürgermeister geladen. Ein banger Blick ging dabei nach Berlin, wo im Bundestag über den Haushalt debattiert wurde. Die Befürchtung, der geringere Etat des Bundes könnte den Spielraum der Kommunen weiter einschränken. Dabei bräuchten sie eigentlich eher mehr Spielraum, sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wir brauchen mehr freie Spitze in den Kommunen. Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen im Schulbau, im Infrastrukturbereich, in der Wärmeplanung, in all den Themen. Und dazu brauchen sie auch freie Investitionsmittel. Aktuelle Studien zeigen, dass schon heute in den Kommunen viele Milliarden für Investitionen fehlen. Weitere Belastungen, so sehen es Bürgermeister Ost wie West, dürften da nicht hinzukommen.